Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Master of Orion. Wir haben ein Problem mit den Sakra, die sind mit zwei Flöttchen jetzt hier unterwegs und wollen uns offensichtlich nichts Gutes. Kampfstation. Machen wir mal Kommando selbst übernehmen, ich möchte mir das mal angucken. Denn vielleicht können wir dabei ja irgendwie noch so grob steuern, auf was geschossen wird. Kampfstation ist natürlich schon deutlich stärker. Hätten wir jetzt wahrscheinlich noch ein Schlachtschiff, würde die Sache deutlich angenehmer für uns aussehen. Wir haben nicht allzu viele Möglichkeiten. Genau genommen gar keine. Wir haben 2000 Punkte Schild und 5000 Lebenspunkte. 75 Strahlengenauigkeit. Ich hoffe einfach, dass wir den Sakra ein bisschen was aus dem All pusten. Oh, da springen sie einfach ran. Unsere Schilde sind schon mal teilweise weg. Du jetzt vielleicht mal. Ich hab noch gar nicht gesehen, dass sie irgendetwas getan hat. Unsere Raketen. Unsere Raketen tun gar nichts. Die werden einfach abgeschossen. Ah, jetzt schießt endlich mal die... Jawohl. Wir haben doch Waffen, die Dinge tun. Wir haben ein einziges Schiff von ihm zerstört. Ein einziges. Weil sie erst dann in der Seite... In der Seite hat das Ding... Okay, nee, doch. Wir haben doch mehr Schaden angerichtet, als ich dachte. War verwirrend. So, jetzt haben wir hier einen Hader, hier auf jeden Fall eine Blockade. Wir müssen gucken, dass wir da ankommen, sonst gibt es hier Big Trouble. Die Silikoiden wollen jetzt hier die Panzerkasernen auslöschen. Irgendwas haben sie getroffen, wir wissen nicht was. Auf jeden Fall, das Schlachtschiff muss das hier noch auseinandernehmen. Wir müssen den Sack reizen. Also, wie gesagt, unsere Offensive gerät nun ins Stocken, weil wir jetzt einen Vielfrontenkrieg haben. Wir könnten zwar mehr Truppen haben. Und vielleicht sollten wir jetzt auch mal anfangen, unser Geld auszugeben. Für solche Späßchen. Aber das ist alles noch momentan ein bisschen Zukunftsmusik. So, Auto lösen. Peng, 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 peng. Weg mit dir. So, dann haben wir nämlich jetzt hier in der nächsten Runde die Truppen hier vereint. One more veil is drawn from the truth hindmost. Genau, jetzt haben wir nämlich noch die Miniaturisierung der Torpedos und Plasma-Torpedos. Können von Hand aufwerten. Und als nächstes hätte ich gerne Moment, harte Schilde. Militär empfiehlt auf jeden Fall die Zeon-Raketen. Miniaturisierung Raketenwerfer, Adamantpanzerung, ja okay. Würde schon was bringen. Gucken wir mal ganz, ganz kurz. Es könnte jetzt definitiv ein Vorteil sein, wenn wir jetzt die Schiffe auf jeden Fall schon mal auf den neuesten Stand der Technik bringen. Irgendwo haben wir neue Dinge. Plasmatorpedos ist jetzt für das Ding nicht so interessant. Die Miniaturisierung mit... Hat irgendwie gar nichts gebracht, oder? Wir haben immer noch 112 und 113. Kernsysteme Schild der Klasse 5 haben wir drin. Die Zotrium-Panzerung haben wir drin. Den neuesten Antrieb. Neu. Was ist neu? Blitzfeld, EM, Phaser, Plasma-Torpedos. Keine Dinge, die irgendwie für diese Art von Schiff von Bedeutung wären. Gut, dann Zerstörer. Der hat auch nichts Neues. Aber bei dir sieht's anders aus. Bei dir sieht's anders aus. Du hast die Antimaterie-Torpedos. Die kommen jetzt mal weg. Neu. Plasma-Torpedos. Wir wissen ja, neu ist immer besser. Deswegen kommen da jetzt drei Plasma-Torpedos rein. So, wir arbeiten, wie ihr seht, ja relativ viel mit Torpedos. Ich hoffe, dass sich das früher oder später auszahlt. So, Schlachtschiff. Da dürfte es sich definitiv auszahlen. 19. 19 Antimaterie-Torpedos. Moment, ich will gerade eben nochmal gucken, wie viel... Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Schaden das eigentlich macht. Also 190. Also jedes macht 10. So, fertig. Dann machen wir die Plasma-Torpedos rein. Das macht deutlich mehr. Oh, holy shit. Guckt euch das mal an. Das ist ja... Vorher war es 190. Jetzt sind wir bei 456. Das ist nicht mal ein technologisches Upgrade. Ach du Scheibenkleister.
Titan. Beim Titan könnte sich das ähnlich abspielen. Wobei der Titan natürlich anders funktioniert. So, fertig. Neu. Plasma. Gucken wir mal, wie viel wir da reinkriegen. Da kriegen wir mehr rein, denn wir haben ja bei dem anderen die ganzen Upgrades gemacht, die jetzt hier nicht mehr dabei sind. 30 kriegen wir rein. 700. Das ist der Burner. Ach du Scheibenkleister. So, fertig. Wir können auf jeden Fall dieses Schlachtschiff hier upgraden. Machen wir. Ich will mit komplett abgegradeten Schiffen gegen die Sakra zu Felde ziehen. Wenn wir den Sakra jetzt hier voll eine reinhauen. Die Burasi haben offensichtlich ganz schön gelitten. Ansonsten hätten sie nicht gebettelt. Und wir reden wirklich von Betteln. Was sie getan haben, war vorhin um Frieden betteln. Genauso wie die Silikoiden. Das sind Dinge, die mir eindeutig zeigen, dass die momentan keine echte Gefahr darstellen. Aber die Sakra, die sind definitiv eine Gefahr. So, jetzt gehen wir erstmal dahin. Alle miteinander. Dann kommst du noch da dazu. So, dann können wir jetzt hier noch upgraden. Die Zerstörer, neuester Stand der Technik. Schlachtschiff, neuester Stand der Technik. Anderes Schlachtschiff, neuester Stand der Technik. Die Kreuzer. Und damit haben wir eine Flotte, die tatsächlich mal auf dem neuesten Stand der Technologie ist. Faszinierend. Wir hatten das Geld dazu. Ich wollte ja eigentlich noch andere Dinge kaufen. Aber, naja, hat sich jetzt ein bisschen erübrigt. Wir haben auf jeden Fall eine beeindruckende Offensivkraft dadurch. So, ich möchte, dass ihr da jetzt hinfliegt. Denn das hier wird höchstwahrscheinlich demnächst fallen. Das werden die bombardieren. Da kommen wir nicht mehr rechtzeitig hin. Bei dem anderen werden wir wahrscheinlich noch hinkommen. Und in Katab bauen sie immer noch Schiffe. Jetzt könnten wir das hier natürlich beschleunigen. Sehe momentan aber keinen Sinn darin. Denn diese paar Jägerchen werden das nicht aufhalten können, was da jetzt anrodelt. Definitiv nicht. So, genau, wir bauen das da. Und dann noch eine Kampfstation. Die Heimat wird angegriffen. Wir müssen was dagegen tun. Ja, ihr hungert hier immer noch fröhlich vor euch hin, ne? Scheint ja ein tolles Hobby zu sein. Tiefe Kernmine bauen wir auch noch. Wieder 10 Runden ausgelastet. Ach komm, da baut noch die unterirdischen Farmen. Was soll's. So. Ja, bei euch ist irgendwie überhaupt kein Problem. Damit kann ich leben. Mache ich hier die tiefe Kernmine. Die Biosphäre ist auch kein Problem. Ach komm, dann bauen wir doch das und das. Dann haben wir hier wieder die Nahrung. Und dann sehen wir weiter. Astro-Universität. Klonzentrum. Vielleicht wachsen die dann ja wieder. Vielleicht wachsen die ja dann, ne? Wäre schade. Stalaktiten und Stalagmiten dürfen auch wachsen. Hier möchte ich auf jeden Fall die Regierungsbehörde haben. Danach Neutronenbeschleuniger. Und damit sind sie auch schon wieder in die ganze Ecke beschäftigt. Das Ding hier ist jetzt abgegradet. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir hier bloß ein Problemchen. Ja, und zwar kein allzu mildes, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nee, warte mal, das wollten wir hier erst noch machen. Genau, tut Dinge. Ist ja gerade erst angekommen. Ich dachte, es wäre schon fertig. Ich wollte es schon wieder wegschicken. Ich meine, die normalen Außenposten, die halten gar nichts ab. Die verbesserten dagegen schon. Wenn wir jetzt noch die bessere Panzerung haben, dann graden wir da auch noch ab. Und dann sollte das Thema eigentlich erledigt sein, was feindliche Schiffe angeht. Auf Harad 2 schon wieder. Haben wir einen gefangen. So, der wird getötet. Meine Güte. Schiffe fliegen. Sind losgeflogen, wie ihr seht. Haben auch schon ein riesiges Stück zurückgelegt. Die werden noch 2 Runden, schätze ich mal, brauchen. Kann ich das sehen am Schiff? 2 Runden. Ja, genau. Das kann man sogar wirklich direkt lesen. So, bei euch fehlt noch einer. Aber was hier generell fehlt, sind Truppen. Ich denke, wir bauen hier auf jeden Fall nochmal. Wo ist denn jetzt der 5er-Pack Fregatten? Hier, da, genau. Wir brauchen mehr Fregatsche.
Wir brauchen definitiv jetzt hier größere Flotten. So, jetzt sind wir hier angekommen. Wo? Hier könnten wir eventuell tat. Wobei, das ist nur eins. Könnten wir hier was tun? Nahrung minus 7. Eieieiei. Hier. Nahrung minus 11. Einer allein bewegt hier gar nichts. Irgendwo wird es doch einen Ort geben, wo wir. Hier ist okay. Hier ist auch okay. Dann schätze ich mal, wird es eher hier gebraucht, ne? Ja, hier könnte er was bewirken. Nahrung minus 2. Und 3 würde er dann produzieren. Jetzt haben wir gerade hier mehrere Baustellen, die uns Probleme bereiten. Okay, ungünstig. Wir gucken es uns trotzdem an. Ey, wir müssen diese Flotte sowas von loswerden. Aber sowas von. Problematisch ist auch so ein bisschen die Tatsache. Ihr solltet echt mal auf ein und dasselbe Ziel gehen, wisst ihr das? Es ist noch nicht mal eine der besseren Raumstationen. Die wird relativ schnell fallen. Deswegen war es auch ungünstig. Die springen jetzt. So. Vielleicht kriegen wir so eine Fregatte raus. Eieieiei, guck dich mal den Schaden an. Ich glaube, wir kriegen keine einzige. Ich lass mal die. Da kommt kein einziges der Geschosse an. Unsere Raketen haben keine Chance. Ich glaube, wir haben kein einziges Schiff davon zerstört. Es ist die Gelegenheit eigentlich, dass wir uns in den Sakra rächen können. Wir haben's. Oh, fast hätten wir eins zerstört. Shit. Hada leidet jetzt ganz, ganz heftig. Und da war auch noch ein menschlicher Spion, ne? Ja, der Typ hat sich ja einen ganz, ganz tollen Zeitpunkt ausgesucht, um mir Quatsch zu machen. So. Wir lassen Schiffe fliegen. Sind fast schon da. Das habe ich echt nicht kommen sehen. Wir hätten nicht mit allen unseren Schiffen losfliegen sollen. Das war definitiv ein taktischer Fehler. Aber keiner, der nicht noch irgendwie korrigiert werden könnte. So, das hier baue ich jetzt mal. Wie gesagt, ich will, dass ihr eine ganze Ecke beschäftigt sind. Warum forscht ihr ja eigentlich? Ihr sollt ja Nahrung produzieren. Das macht viel mehr Sinn. Das hier ist auch okay. Roboborg-Arbeiter, tiefe Kernmine. Punkt. Müll? Ah, oh Gott, die produzieren saumäßig Müll. Da müssen wir noch was dazwischen grätschen. Ja, so ein atmosphärischer Erneuerer. Das sind jetzt 10 Runden, 50%, dann ist es gerade so fertig. Bevor hier irgendwie das gesamte Habitat die Grätsche macht. Das Ding hier ist auch fertig. Dann gehst du jetzt noch dahin und produzierst da auch so ein Verteidigungsteil. Ha, eine Runde. So schnell kann es gehen. So, und aus diesem Grund haben wir, wie gesagt, die Sprungtore gebraucht. Jetzt. Ihre Antwort ist Bombardierung. Au, 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 au. Und sie sind erst halb durch. Aber zum Glück treffen sie nicht viele. Wir sollten durchaus darüber nachdenken, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Boah, es tun die überall ausschwärmen. Guck dich das mal an. Zum Glück haben wir da auch noch was. Da ist noch ein Späher. Was ist das hier? Ist auch nur ein Späher. Ey, wenn ich diese Flotte erwische, ey, ich trete ja so zwischen die Beine. Anders kann ich es gar nicht sagen. So, flieget! Flieget und kommet an. So, als nächstes fände ich es gut, wenn ihr dahin kommen würdet. Wir haben die Forschung wieder fertig. Jetzt ist die Frage, wollen wir lieber Zeon-Raketen oder wollen wir, dass unsere Schiffe lieber länger überleben? Das ist eine verdammt gute Frage. Es ist schade, dass wir nicht sehen können, das habe ich auch geschrieben.
man muss sehen können, wie viel Schaden so eine Rakete macht. Na, nur die Kosten und Raum 10 ist irgendwie ziemlich Banane. Man sollte den Basisschaden sehen können. Panzerungsmodifikator oder Zeon-Rakete. Ich glaube, dass die Raketen hauptsächlich abgeschossen werden, deswegen baue ich jetzt mal hier auf die Panzerung. Und als nächstes möchte ich gerne die harten Schilde haben. Das empfiehlt auch die Militär, Dingenskirchen. So, bearbeiten! Ah, guckt euch das mal an. Hier ist, irgendwas ist kleiner geworden. Da waren vorher noch 112, jetzt ist es weniger. Irgendetwas... Ich glaube, die Raketen wurden verkleinert. Das könnte durchaus sein. Panzerungen. Adamant-Panzerung. Das müsste eigentlich reinpassen. Adamantium-Panzerung ist drin. Dann... Kann ich da noch eine weitere Rakete einbauen? Nee, das geht nicht. Kann ich sie irgendwie verbessern? Ja, und hier das Mouse-Over müsste... Ja, scheiße, das geht nicht. Geht nicht. Geht alles nicht. Scheiße. Blöd. Ärgerlich. Kann ich daraus irgendwie was machen? Nee, schon gar nicht. Noch eine weitere rein? Auch nicht. Wir kriegen leider gar nichts anderes mehr rein. Gut. Dann brauchen wir das jetzt auch bei den Zerstörern. Das ist die Zotrium-Panzerung. Wir können gerade mal schauen. Verteidigungswert 279. Wenn wir jetzt die Adamant-Panzerung reinnehmen, haben wir 322. Die Rumpfpunkte haben sich auch deutlich erhöht. Und wir haben jetzt hier sogar noch 10 Punkte mehr Platz. Stelle ich gerade so fest. Dann kriegen wir... Ja, wir bekommen noch genau eine Rakete mehr rein. Die könnte eventuell tatsächlich den Unterschied machen und ankommen beim Gegner. So, und einen kleinen Crash später sind wir wieder hier. Ihr habt vielleicht gemerkt, das war vielleicht mitten im Wort abgeschnitten. So, typisches Schiffsdesign-Problemchen. Zotrium-Panzerung raus. Ich versuch's jetzt mal anders. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich hier drauf ziehe, dann explodiert die Welt. Ich versuch's jetzt da drauf zu ziehen. Das scheint besser geklappt zu haben. Okay, Moment, halt. Ach nee, ich will noch gar nicht ins Schlachtschiff rein. Egal, dann sind wir jetzt zuerst im Schlachtschiff. Da müssen wir auch noch einiges... Ja, wobei, stimmt gar nicht, müssen wir gar nichts machen. Das ist ja weitgehend noch up to date. So. Und... Fertig. Gut, Moment. Irgendetwas war jetzt noch Titan, Kreuzer. Genau, beim Kreuzer haben wir nämlich noch ein paar Dinge, die wir noch machen können. Denn... Wir könnten hier noch ein paar Phaser mit einbauen. Wie wäre es, wenn wir eigentlich daraus eine schwere Lafette machen? Schwere Lafette halte ich jetzt irgendwie wenig davon, wenn ich mir das jetzt so angucke von den Werten her. Dann gehen wir lieber auf 16 Phaser, die rundherum schießen. Fertig. Und den Titan. Den müssen wir natürlich auch noch. So. Panzerung? Nein, ich möchte Panzerung. Draufziehen. Und die haben jetzt wieder ein paar Punkte frei. Das ist jetzt wieder mal so eine Sache. 30 Raketen haben wir hier, 30 davon. Können wir eigentlich gucken, ob wir noch ein paar Phaser mit reinbekommen. Halt, das waren zu viel. 22. Vielleicht bekommen wir noch eine Bombe jetzt mit rein. Ja, weil alles andere wäre, glaube ich, zu groß. So, fertig. Fertig. Und upgraden auf den neuesten Stand der Technik. Wunderbar, wunderbar. So, dann machen wir noch ganz, ganz schnell das. Und dann greifen wir in der nächsten Runde diese... also in der nächsten Folge diese vermaledeiten Sakra an. Auf dass die uns endlich mal in Ruhe lassen. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wir sind hier in Sahil, genau. Sahil könnte eigentlich auch mal was tun. Jetzt nicht unbedingt sowas hier bauen, das dauert zu lang. Aber auch die könnten mal einen Kreuzer bauen. Ehrlich gesagt überhaupt nichts dagegen. Das sind alles jetzt Langzeitpläne, ne? Jedes Schiff, das wir jetzt verlieren, ist natürlich ein harter Schlag ins Gesicht. Wissenschaft ist momentan eher zweitrangig, eher das Sicherheitscenter. Die Bodenbatterien. Die Raketen haben überhaupt nichts gebracht, sind wir mal ehrlich.
Sollen sie die Panzerkasernen bauen? Das verhindert wenigstens, dass man angegriffen wird. Und ich glaube, hier haben wir sogar schon den planetaren Schild. Ja, hier haben wir den planetaren Schild schon. Hier wird es eher schwieriger, uns auf den Keks zu gehen. Die hier sind... Oh, die sind komplett fertig hier. Dieser Planet ist ausgebaut. Das finde ich sweet. Dann können wir jetzt unglaublich viel in die Forschung... Warum verhungern die hier nicht? Ich habe die nächste Eskalationsstufe eines Bugs entdeckt, glaube ich. Keine Ahnung, tiefe Kernmine wird gebaut. Und nach dieser tiefen Kernmine den planetaren Strahlungsschild. Und dann können sie mal Terraforming durchführen. Das ist, wie gesagt, momentan nicht wirklich nachvollziehbar. 6 Modifikation, 125, Verbrauch, 25 Import. Ach, die importieren Fressalien von... Von woher eigentlich? Man weiß es nicht. Ah, die importieren von hier. Ah, so muss man wissen. So, liebe Leute, in der nächsten Runde gucken wir mal, dass wir den Sakwa auf den Keks gehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.